Warum ist denn jetzt hier auf einmal auf? Komisch. Ja, dann versuchen wir jetzt mal auf die dritte Etage zu kommen. Jetzt hier vielleicht hier lang. Nee. Ich war doch schon oben. Warum ist denn jetzt wieder runter, ey? Aber ich sehe das eh schon kommen, dass ich gleich wieder einen Herzinfarkt kriege hier. Ich verstecke mich lieber. Ich höre da was um. Gar nichts Gutes. Ich habe keine Lust wieder zu laufen. Meine Füße tun jetzt schon weh. Und Puste hat man eh schon, kaum. Das ist die Frage, von woher kommt der? Okay. Schnell, es muss schnell sein. Muss ich auf die dritte Etage? Ach du Scheiße. Der Bimmelmann. Oh wei, schnell weg hier. Aber warum wieder nach oben, ey? Das verstehe ich nicht. Dritte Etage. Ich bin da jetzt ganz oben. Fahrstuhl? Was ist das? Okay, hier komme ich nicht rein. Ist vielleicht in den Fahrstuhl? Hier komme ich rein. Küche! Ey, geil! Jetzt kochen wir ein schönes Ragout. Ja, dann kochen wir ein Ragout. Was haben wir denn da Schönes? Oh, da steht einer. Ja. Ja. Spielt der jetzt mit mir Doktor? Hallo? Hallo? Bist du lieb? Weg. Okay. Coole Automaten. Okay, ich bin schon mal nicht richtig in der Küche. Schon blöd, dass meine Kamera jetzt so Macken hat. Hoffen wir mal hier richtig. Nö. Muss ja doch dadurch. Ja. Aber wo ist denn hier ein Weg? Ah, da ist einer. Hab ich gar nicht gesehen. Die machen auch nichts. Naja. Billardzimmer? Ich will eine Runde Billard. Wer hat Bock? Billard? Ich hätte gern Bock. Hallo? Kannst du mir helfen?
draußen kann man auch nicht gucken. Die Batterie ist immer gut. Habe eh schon Mangel Batterien. Ist ein Computer. Vielleicht können wir hier was machen. Tun wir ein bisschen surfen. Ja, chatten. Aber hier komme ich ja nicht weiter. Oder was ist das hier? Wer ist das? Der da betet. So ein Geheuer ist mir das jetzt nicht gerade hier. Kann ich mit dir beten? Stell mich neben dir, ja? Stell mich neben dir, ja? Bete mit. Naja, ich gehe weiter. Tschüss, lass dich weiter beten. Ich da. Ich hab eine Toilette. Bin ich jetzt hier? Ich bin auf der einen Seite. Hände waschen, ja. Sollte ich mal tun, da. Pipi machen. Gehen wir mal Pipi machen. Mal hier was? Nö. Hände waschen. Hier was? Nö. Oh, Junge, du sollst mal deine Kamera reparieren, ey. Geh den auf den Senkel, ja, bin ich rausgekommen. Noch einer, der betet. Ja, geil. Ach, da betet auch einer. Beten die alle? Ah, da ist ein Fenster. Soll ich hier raus? Kann ich hier raus? Ja, ich kann hier raus. Ich sehe die Freiheit. Spring runter. Spring runter und ab nach Hause. Ich hab mir in die Hose gemacht, muss die Pampers wechseln. Ja, Pampers wechseln. Hab mir in die Hose gemacht. Aber wer will ja nicht? Überall Kerzen. Wieder Satanisten unterwegs. Was geht ab? Wer hält mir die Kerze? Oh oh. Kein gutes Gefühl. Bei einer Kerze. Was geht hier ab? Pimmelmänner? So ruhig? Gar nicht gut? Pimmelmänner? Wollt ihr mir was antun? Oder werde ich jetzt geschlachtet? Bengt hier? Was ist das? Okay. Schlüssel. Okay. Aufzugsschlüssel. Kann ich irgendwie helfen? Jetzt komme ich nicht mehr raus. Was geht ab? Gott nehme dich auf. Gott sei mit dir. Bitte auch was, ja? Oh. Nee, wohl. Na, okay, jetzt brauche ich nicht mehr bitten. Bist ja tot. Die Männer stehen da. Wie komme ich jetzt hier weg?
Will ich ehrlich sagen, dass ich da wieder raus muss. Ich komme doch da gar nicht mehr raus. Lass sie mich leben? Lass sie mich leben? Okay, lass mich leben. Wie geil ist das denn? Okay, dann verschwinde ich lieber mal schnell. In der Satanistengruppe hier. Oder hier der Aufzug? Oder? Wieder Aufzug. Jetzt hat mir wieder eine Frage, wie komme ich da hin? Wie war das? Ich habe das schon vergessen. Hä? Okay. Komme ich nicht durch? Okay. Sehr fraglich hier, wie ich da durchkam. Was haben wir denn da hinten? Komm ich hier nicht durch? Nee. Nee. Jetzt muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ihr habt mich lieb, bitte, ja? Wollt noch Jungfrau bleiben. Wo führt mich das hin? Ich weiß ja gar nicht wohin hier. Fuck, hundertprozentig falsch. Ah! Kommt der denn jetzt auf einmal her? Wie asozial ist das denn? Jetzt komm ich hier nicht raus. Jetzt lässt du mich nicht raus hier. Jetzt lässt der mich hier nicht raus. Okay. Der kommt doch jetzt da, ne? Aber ich kann mich doch hier nicht verstecken. Doch, ich kann mich doch verstecken. Der sitzt da. Da ist der doch. Schnell weg. Ich will eine Küche. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ich habe auch so ein dummes Gefühl. Da ist der Aufzug. Schnell raus hier. Endlich habe ich es geschafft. Mit Hindernissen hier. Geht's nach unten endlich. Freiheit. Was geht ab? Und fährt der weiter? Warum macht den auf? Fährt nach Hause. Was geht?
Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay. Sieht sehr eisig aus. Sieht mir hier wieder nicht so geheuer aus. Okay, das ist doch das, was wir gesehen haben auf der Kamera. Okay. Zwei Leichenteile. Was hier passiert? Gib Info bitte, ja? Ja, gibst du mir Info? Okay. Bei Leichenteile. Das klingt nicht sehr gut. Soldat durch. Ehrlich. Ich sehe hier nichts. Na lieber Feuer, vorsichtig. Noch eine Leiche. Was Hölle ist hier unten passiert? Noch eine. Ein richtiger Massaker, über Billy unten. Sogar eine Knarre. Nimm die. Ganz wenig etwas wären. Oh Gott. Oh Gott. Lieber vorsichtig sein. Alles dokumentieren. Noch eine Kamera. Kann man da was sehen? Nee. Was denn? Okay. Hier ist weit und breit gar nichts. Kann man hier rein? Hier haben wir eine Notiz. Das gibt uns ein bisschen mehr auf. Ein bisschen. Überall Blut. Was zur Hölle war hier los? Sieht aus wie, ob die hier versucht haben, einen Terminator oder so zu bauen. Oder hier, wie heißt das? So wie auch früher ein Meter oder so. Gleichen Teil zusammen basteln und wieder als Leben erwecken. Was ist das? Wie gesagt, was für ein ungutes Gefühl hier. Bei Blut. Was ist hier zur Hölle los? Kriegt man hier Kaffee?
Das sieht nicht so aus, das sieht eher aus wie ein Rechner mit Speichern oder so. Energieformel. Ach. Ich kann manchmal gar nicht mit, wenn er was aufschreibt. So, hab jetzt gerade mal per Zufall gehört, dass sich's anhört. Okay.